Das Semmer Sternzentrum hat zurzeit die Freude, als Gastprofessorin zu begrüßen Jenny Hestermann. Sie ist Historikerin, studierte außerdem Soziologie und Religionswissenschaften und arbeitet schwerpunktmäßig zur deutsch-israelischen Beziehung und ist jetzt auf einer Gastprofessur für Israel-Studien. Sie hat in Israel 3 Jahre gelebt und geforscht und für ihre Promotion auch Hebräisch gelernt. Ihr Hintergrund ist neben diesem Schwerpunkt aber bundesrepublikanische Zeitgeschichte, Erinnerungskultur. Sie kommt also zu den Israel-Studien aus diesem geschichtspolitischen Kontext heraus und nicht aus den jüdischen Studien. Jenny Hestermann, warum Israel-Studien? Wie soll man dieses Studienfach erklären? Danke für die Frage, Frau von Braun, und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung in den Podcast. Die Frage, warum Israel-Studien, muss man aus meiner Sicht eher entgegnen mit, warum eigentlich nicht Israel-Studien? Das Thema Israel ist ja sehr omnipräsent in der deutschen Mediendebatte, insgesamt im gesellschaftlichen Diskurs. Es gibt ein hohes Interesse bei Studierenden am jüdischen Staat. Es gibt teilweise sehr passionierte Auseinandersetzungen, sodass es eher erstaunt, dass die tatsächliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Gesellschaft, Geschichte, Politik Israels, einem Staat, der seit 1948 existiert, also schon ein Jahr älter ist als die Bundesrepublik Deutschland, dass das doch bisher so schwach institutionalisiert ist. Es gibt Bemühungen in den letzten Jahren, dazu kommen wir dann später. Und man kann natürlich entgegnen, es ist ein sehr kleines Land, die Bevölkerungsgröße entspricht vielleicht circa Norwegen, die Fläche im Bundesland Hessen. Und doch ist es ja nicht zu negieren, dass es im Interesse der Weltpolitik steht. Und so sollten auch die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen in Deutschland da aufholen. Aber woher kommt die Vernachlässigung dieses Faches in der Forschungslandschaft? Gibt es spezifische Deutschlandgründe oder deutsche wissenschaftliche Gründe, dieses Fach derartig zu vernachlässigen? Ja, dazu muss man sagen, dass es jetzt noch nicht sehr lange eine sehr etablierte Disziplin ist. Zum ersten Mal gab es Israel-Studien in den 80er Jahren in den USA, im US-amerikanischen Kontext, also dass sie als solche benannt wurden und als Disziplin etabliert wurden. Aus genau dieser Position heraus, die wir auch in Deutschland vorfinden, dass die Beschäftigung mit Israel zwischen den Stühlen sitzt. Es gibt auf der einen Seite als mit einer langen Fächertradition die jüdischen Studien, die haben sich aber traditionell sehr mit dem fast ausschließlich eigentlich mit dem diasporischen Judentum beschäftigt und in Deutschland speziell mit der Geschichte des Judentums und der deutschen osteuropäischen Juden vor 1933 und mit einem Fokus auf Kultur, Geistes, Literaturgeschichte. Während hingegen die Israel-Studien eine andere Ausrichtung haben, sich tatsächlich mit Staat, Gesellschaft, Politikform, in der israelischen Diskursen, sozialen Schichtungen und so weiter im Staat Israel seit 48 beschäftigen. Und es passt also weder in die jüdischen Studien noch passte es in die Nahoststudien. Da könnte man es ja auch vermuten, aber es war die Gründung der Israel-Studien in den USA, eine Abgrenzung von den Middle East Studies Association, die Israel tatsächlich aus Gründen aus der Middle East Wissenschaft heraushalten wollten und sich nicht weiter für den Israel als Staat in dem Sinne interessiert haben, als jüdischen Staat. Sie haben schon einige Punkte erwähnt, aber können Sie vielleicht noch mal genauer darauf eingehen, was die Israel-Studien von den jüdischen Studien unterscheidet? Das diasporische Judentum, das haben Sie schon erwähnt, dass der Fokus der jüdischen Studien auf dem diasporischen Judentum lag. Aber es gibt sicher mehr als nur diesen einen Unterschied. Und vor allen Dingen, wie ist das Verhältnis der beiden Fachgebiete zueinander? Also zum einen kann man sagen, also Ihre Frage ist natürlich berechtigt, warum Israel-Studien nicht Teil der jüdischen Studien sind. Meine Erfahrung in Deutschland ist, es ist ein bisschen anders, als ich vor 10 Jahren mit meiner Promotion angefangen habe, gab es noch sehr, sehr wenig Beschäftigung mit Israel in den jüdischen Studien. Und der große Unterschied ist eben, dass die jüdischen Studien sich mit Geschichte, Religion, des Judentums, der Juden beschäftigen, Israel-Studien hingegen mit einem Staat, der immerhin ein grobes Viertel nicht-jüdischer Bürger aufweist. Und es ist auch ein Riesenunterschied, das Judentum in Europa, also das Diasporische, über Jahrhunderte hinweg zu untersuchen, als
permanente Minderheit, also bedrohte Minderheit, oder eben ein Staatswesen, das von Juden aufgebaut wurde, das zionistische Projekt seit der circa der Jahrhundertwende über die Jahrzehnte hinweg bis zur Staatsgründung und dann eben auch alle Ausprägungen eines modernen Nationalstaats aufweist, den die Juden vorher, mit dem sich die im Zeitraum, mit dem sich die jüdischen Studien befassen, hauptsächlich ja nie hatten. In Deutschland sind ja eigentlich nur zwei Lehrstühle oder drei Lehrstühle, wenn man Ian mitrechnet, der aber eine Gastprofessur ist. In Deutschland gibt es zwei Lehrstühle für Israelwissenschaft und das ist auch wichtig und sie sind beide relativ neu. Wie sind diese Schwerpunkte verteilt der Israelwissenschaft in Deutschland und gibt es Konsequenzen vielleicht für die Fachgebiete selbst? Ja, also wie Sie ansprachen, meine Gastprofessur kann man kaum als Lehrstuhl bezeichnen, einfach weil sie nicht institutionalisiert ist und semesterweise vergeben wird. Wir hoffen natürlich sehr, dass daraus in ferner Zukunft vielleicht mal ein Lehrstuhl geschaffen wird, aufgrund des doch auch sehr großen Interesses der Studierenden am Thema. Also viele studieren ja auch jüdische Studien in der Erwartung, sie könnten sich darin mit Israel beschäftigen und werden dann je nach Universität und Ausstattung ja auch durchaus manchmal dann enttäuscht. Also die Lehrstühle, die Sie ansprachen, befinden sich zum einen in München. Da hat Michael Brenner an seinem Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur vor circa 5 Jahren das Zentrum für Israelstudien begründet. Da findet sehr viel Lehre in dem Bereich statt und da ist es eben klar in der jüdischen Geschichte angesiedelt. Und der zweite ist jetzt relativ neu in Heidelberg. Das war auch immer jahrelang, sehr lange eine Gastprofessur, die jetzt in einen Lehrstuhl für Israel und Nahoststudien umgewandelt wurde. Und da eben mit dem bisher noch einzigartigen Fokus, Israel und Nahoststudien tatsächlich zusammenzubringen. Das ist also der Masterstudiengang, eine Kooperation mit den Islamwissenschaften. Und ich denke, der hat vor 2 Jahren seine Arbeit aufgenommen, circa dieser Masterstudiengang. Und ich denke, auch in die Richtung muss es gehen, dass es vielleicht sogar diese Position zwischen den Stühlen in dem Sinne ins Positive gewendet wird, dass es zum einen in jüdischen Studien, wie vielleicht in Potsdam, stärker verankert wird und zum anderen mehr Universitäten sich bemühen, es in dem Fokus der politikwissenschaftlichen Nahoststudien auch stärker die Israel-Studien mit einzubinden. An der Humboldt-Universität gab es vor der Wende einen Lehrstuhl für Israel-Wissenschaft. Nun ist ja bekannt, dass die DDR und die Bundesrepublik nur unterschiedliches Verhältnis hatten zu Israel-Studien. Hat sich das, zu Israel überhaupt, hat sich das in irgendeiner Weise widergespiegelt in der Art, wie Israel-Wissenschaft damals, eventuell bis heute, betrieben wurde? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, zu der es tatsächlich auch noch einige Forschung zu tun gibt. Ich habe das in meinem Aufsatz im Sammelband Israel-Studien, der 2020 erschienen ist, nur angerissen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Bundesrepublik und DDR in der Beschäftigung mit diesem Themenfeld. Und zwar, wenn ich gesagt habe, es war bis vor kurzem in Deutschland nicht institutionalisiert. Es gab in der frühen Nachkriegszeit, 50er, 60er, 70er Jahre, eine Auseinandersetzung mit Israel, hauptsächlich, wenn überhaupt, so im vor- und außerwissenschaftlichen Bereich. Es gab eine gewisse Publizistik, es gab Reiseberichte aus einem etwas philosemitischen Impetus heraus entstanden. Es gab vor allen Dingen im großen Feld die Bestrebungen gewisser zivilgesellschaftlicher Gruppen, sich mit der christlich-jüdischen Aussöhnung zu beschäftigen. In diesem Feld gab es durchaus auch Einlassungen zu Israel und Diskussionen. Aber nicht, dass es an den Universitäten gelehrt worden wäre und auch waren diese Beschäftigungen, wie gesagt, eher vorwissenschaftlich. Und es wandelte sich dann, das war so die Bundesrepublik 50er, 60er, 70er Jahre mit einem Bruch natürlich der neuen Linken 67, 68 mit dem Aufkommen der Palästina-Solidarität und dann einer immer stärkeren Ablehnung des jüdischen Staates, also jetzt nur sehr grob gesprochen, sodass sich da auch nochmal die ideologischen Kämpfe entstanden sind und vielleicht auch zu beiden Seiten hin Israel, Palästina, sich dann alles um den Nahostkonflikt tatsächlich bewegte. Und in der DDR ist das Interessante, dass es da schon länger Israel-Wissenschaften gab, die es in der Bundesrepublik nicht gab. Es gab einen Lehrstuhl Israel-Wissenschaften an der Humboldt-Universität, der war im Bereich allerdings Afrika- und Asienwissenschaften angesiedelt und befand sich doch sehr in der Logik des Kalten Krieges, also in der Blockkonfrontation und in der Logik des SED-Staates. Also auch da wurde Israel-Wissenschaften, also nicht auch da, aber tatsächlich eher aus den nach dem Vorbild der arabischen Staaten wurde die Beschäftigung mit Israel da als sogenannte Feinstudien eher betrieben. Also die Hebräisch, der Fokus lag auf der Ausbildung der Sprache
und aber eben auch auf der Untersuchung Israels als ja, imperialistisches Gebilde im Nahen Osten, um mit dem Jargon zu sprechen, und war da auch eben sehr ideologisch gefärbt. Und dieser Lehrstuhl wurde dann in den 90er Jahren abgewickelt. Dazu können Sie sicherlich mehr sagen als ich, Frau von Braun, weil Sie damals Dekanin waren, wie ich erfahren habe. Noch eine letzte Frage. Natürlich würden wir das sehr, wenn die Förderung des Selma-Stern-Zentrums ausläuft und damit auch die Unterstützung dieser Gastprofessur, das sehr ungern sehen, keine Israel-Studien mehr an unserem Zentrum zu haben. Und da sehe ich durchaus Möglichkeiten, auch zukunftsorientiert zu denken. Und da hoffen wir uns natürlich von Ihnen auch einige Anstöße, mit denen wir gute Argumente vorbringen können für eine Fortführung der Israel-Wissenschaft auf einer Studierenden- wie auch Forschungsebene. Und bitte könnten Sie dazu noch ein paar Worte sagen, außer dass es dringend gebraucht wird? Für die inhaltliche Ausprägung der zu etablierenden Israel-Studien. Also es gibt natürlich im europäischen und auch im US-amerikanischen Kontext mittlerweile, also vor allen Dingen im amerikanischen Kontext, sehr ausgeprägte Israel-Studien. Inhaltliche Anstöße, das müsste man mit dem historischen Seminar der Universität Potsdam natürlich ausmachen. Ich denke, dass so etwas wie eine Zeitgeschichte, wie wir sie für die Bundesrepublik haben, sehr notwendig ist. Und es wäre auch in dem Sinne revolutionär, dass es sie in Israel bisher relativ wenig, diese Contemporary History, die wir seit 1945 in Deutschland haben, relativ wenig gibt. Also tatsächlich, ja, vielleicht eine soziale und Gesellschaftsgeschichte über die israelische Gesellschaft. Wer sind eigentlich die verschiedenen Gruppen? Wer kommt wo, wann zu Wort? Wer sind die Akteure? Was für Debatten gab es in den 60er, 70er, 80er Jahren? Analog zu Deutschland gibt es ja ein sehr, sehr weites Feld der Zeitgeschichte, die sich mit den ganzen Diskursen beschäftigt. Worüber wurde in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren gestritten? Und was hat das jeweils mit der Erinnerungskultur und der aktuellen Politik zu tun? Und das können wir natürlich in Deutschland jetzt nicht alles für Israel neu erfinden, aber es gibt mehr und mehr Leute, die zu Israel forschen, in Deutschland wie im Ausland. Und sodass ich mir vorstellen kann, in diesem Feld der doch sehr durch Medien geprägten und vor allen Dingen durch Schwarz-Weiß-Bilder geprägten Debatte, dass man da einfach das auf Füße stellt und sagt, grundlegend, das und das ist eigentlich in Israel seit 1948 passiert. Und das waren eben nicht nur der Sechstagekrieg und der Yom Kippur-Krieg und der Libanon-Krieg und der Oslo-Prozess, sondern darüber hinaus gibt es einfach sehr viel Komplexität zu verstehen. Und diese ganze Komplexität, die geht meiner Ansicht nach einfach oft unter, und dafür plädiere ich für Forschung und Lehre. Und ein Wort zum Schluss vielleicht zur Diskrepanz der Deutschlandstudien in Israel und dem, was wir hier haben. Es gibt seit Jahrzehnten, es fing in den 70er Jahren an, wurde seit den 90ern nochmal stärker ausgebaut, von Deutschland finanzierte Studienzentren zu Deutschlandstudien in Israel, mindestens 7 an der Zahl, hauptsächlich von Minerva und DAD finanziert, die sich genau damit eben auf israelischer Seite für den deutschen Fall beschäftigen, also Geschichte, Kultur, Politik Deutschlands. Und viele israelische Studenten lernen Deutsch und so weiter. Und da fällt eben auf, dass es in Israel sehr stark gefördert worden ist, und in Deutschland bisher relativ wenig. Da könnte man auch mal die Minerva-Stiftung, die eine Tochter der Max-Planck-Gesellschaft ist, darauf ansprechen, ob das nicht Sinn machen würde im Sinne des Austausches, dass beide Seiten einfach mehr voneinander erfahren. Ja, vielen, vielen Dank, Jenny Hestermann. Das sind schon mal sehr gute Anregungen für die Zukunft. Wir werden auf jeden Fall dafür kämpfen, dass Israel-Studien auch am Zentrum, möglichst in Potsdam, wo es ohnehin ein breites Spektrum an jüdischen Studien gibt, erhalten bleiben. Und ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch sehr herzlich.